Hey ihr lieben Mäuse, da bin ich wieder mit einem neuen Video, heute mal mit einem Vlog. Ich weiß, mein letzter Vlog ist schon ziemlich lange her und einige von euch hatten sich das gewünscht, Entschuldigung, dass ich mal wieder ein bisschen vlogge. Und ich dachte, ich werde das heute tun, weil heute ist der 30. Und ich werde heute meine Halloween-Party geben. In den letzten Jahren habe ich halt eigentlich immer eine Halloween-Party gegeben. Nur letztes Jahr ist es ausgefallen, weil ich da die Wiederherstellungsoperation hatte. Ihr wisst ja alle, was vorgefallen ist. Und deswegen konnte ich keine Halloween-Party machen und auch an keiner teilnehmen. Aber dieses Jahr bin ich wieder voll dabei und ich freue mich mega darauf. Ich habe gestern schon ganz viel dekoriert und ich habe gestern halt auch schon die ganze Wohnung geputzt. Ich werde euch gleich das so ein bisschen zeigen. Und muss jetzt noch ein paar Sachen besorgen. Außerdem muss ich jetzt gleich meinen Hund zum Babysitter bringen. Nicht wahr, Rocco? Er ist gerade aufgestanden, da ist er noch nicht so gesprächig. Und was ist noch geplant? Ich muss dann noch mal wieder ein bisschen nachaufräumen. Ich habe gestern schon geputzt und alles. Und da muss ich mich fertig machen, da muss ich meinen Freund fertig machen, da muss ich eine Freundin noch stylen. Ich habe heute ordentlich was zu tun und deswegen will ich jetzt erstmal den Hund wegbringen, noch eine Kleinigkeit besorgen. Und dann geht's los in die Vorbereitung und ihr werdet live mit dabei sein. Dann wollte ich halt nochmal sagen, wenn man so einen Vlog macht, dann hat man auch immer die Möglichkeit, mal ein bisschen zu reden. Weil meistens, wenn ich so ein themenbasiertes Video mache, dann kann ich ja nicht so viel erzählen. Ich finde halt, Vlog ist halt immer die perfekte Möglichkeit, halt auch nochmal über Sachen zu sprechen. Und zwar als erstes wollte ich Danke sagen. Ich habe ganz, ganz viele neue Abonnenten bekommen und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Bitte abonniert alle die Glocke, weil mir ist halt aufgefallen, dass manche Videos dann euch nicht angezeigt werden, wenn ihr das nicht gemacht habt. Das ärgert mich halt voll, weil man halt viel Zeit reinsteckt und mir ist es halt schon wieder bei meinem vorletzten Video, mit meinem letzten Video aufgefallen, dass die View-Zahlen ziemlich schlecht waren, einfach weil es halt niemanden angezeigt wurde. Und deswegen abonniert bitte die Glocke, damit ihr halt informiert werdet. Das ist dieses Standard-YouTuber-Gelaber, ich weiß, aber es müsste halt leider gemacht werden, weil ja, sonst kriegt ihr meine Videos nicht angezeigt. Generell habe ich gerade auch eine Videoflaute. Ich weiß schon wieder nicht so richtig, was ich drehen soll. Ich habe gerade irgendwie gar keine Ideen. Deswegen, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das regt mich halt auch immer so ein bisschen an und ich versuche das dann halt auch umzusetzen. Ansonsten nächste Woche fliege ich nach Istanbul für 2 Tage oder sagen wir 1,5 Tage, weil ich mir an Istanbul ein bisschen Haare transplantieren lasse in meine Augenbrauen und auch hier vorne am Harnsatz. Ich habe ja hier so eine Narbe von vorherigen OPs und ich möchte gerne, dass man die nicht mehr sieht. Und da werde ich euch auch mitnehmen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich werde natürlich den Vlog auch nutzen, um ein bisschen zu quatschen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt los, weil sonst wird es immer später. Ich dachte, ich zeige euch jetzt nochmal so ein bisschen die Deko. Nichts Besonderes. Das habe ich ja gestern hier gemacht. Und da die Kürbisse. Ja. Und hier ein paar Girlanden und ein bisschen Staub oder Spinnenweben. Ich weiß nicht, ob man Staub oder Spinnenweben nennen soll. Und wir fahren jetzt los. Boah, was ist das denn bitte für ein ekliger Vogelschiss direkt auf mein Auto? Ian, jetzt muss ich das wegmachen. Ich drehe durch. Hey, oh mein Gott, das ist schon so lange her, dass ich während des Autofahrens gevloggt habe und ihr habt euch ja das schon mal gewünscht, weil ihr meintet, wie geht's dir jetzt eigentlich 2 Jahre nach dem Führerschein, Probezeit gerade bestanden. Ich werde auf jeden Fall dazu noch mal ein Video machen, aber so ist eigentlich alles okay. Gut, es gibt immer noch so ein paar Sachen, die mir schwer fallen, wie Anfahren am Berg. Das ist bis heute immer noch so ein bisschen bei mir das Drama, aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut. Und wir fahren jetzt zu der Mutter meines besten Freundes, weil sie passt auf den kleinen Rocco auf, ne? Weil du kannst ja nicht alleine, obwohl wir sind zwar zu Hause, aber so viele Leute und das ist ein bisschen zu viel für ihn. Deswegen passt sie auf ihn auf und übrigens gucke ich gerade die Serie Vikings und ich bin echt
süchtig schon ein bisschen danach geworden. Ich bin jetzt schon bei Staffel 4 angefangen und ich bin eigentlich überhaupt keine Serienguckerin und vor allem nicht, ich sag mal jetzt im Mittelalter oder sowas, ist überhaupt nicht meins. Aber das finde ich ganz, 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 ganz interessant und ich mag die Serie. Also ich finde ja den Hauptdarsteller, diesen Travis Fimmel, ganz cool. Und wie er die Rolle spielt, schon mega Hammer. Und ja, man kann sich, finde ich, sehr gut in diese Figuren hineinversetzen. Aber teilweise finde ich es auch ein bisschen erschreckend. Also diese ganzen Gebräuche, die die hatten und so, die Wikinger und das ganze Blutvergießen und so, das ist nicht so meins. Ich hatte heute zum Beispiel auch so krasse Albträume davon. Also ich habe schon immer das Gefühl, dass das manche Sachen so, ja, dann doch so auf einen irgendwie so einwirken. Ja, ich bin auch, ich hoffe, man sieht es, ich bin ein bisschen braun, weil ich habe mich gestern mit Selbstbräune eingeschrieben. Muss halt zu meinem Kostüm auch passen, weil sonst bin ich eigentlich jetzt schon wieder ganz schön blass. Und ach ja, ich freue mich, dass ich gerade mal so ein bisschen quatschen kann über so alltägliche Sachen, weil, wie schon gesagt, wenn ich ein Themenvideo mache, dann rede ich halt nur über dieses Thema. Und ich finde das immer ganz schön, wenn ich halt auch mal so ein bisschen aus meinem privaten Leben erzählen kann. Ich glaube, dass euch das auch interessiert. Und ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal jetzt hier weiter, damit ich Musik machen kann, weil sonst geht es halt dann nicht wegen Sperrung oder Demonetarisierung. Deswegen. Hey, sorry, ich bin ein bisschen im Stress und hier steht gerade mein Küchenschrank. Ich mache halt so einen Snack für meine Halloween Party und zwar mache ich veganes Chili Con Carne, wobei ohne Con Carne, ich nehme Tofu. Geht eigentlich ganz leicht. Also man schneidet einfach eine Zwiebel oder zwei kleinen Knoblauch, dreht das in der Pfanne an. Dazu kommt dann der Tofu klein gebröselt, dann Tomaten, passierte Tomaten. Ein Liter packe ich jetzt halt rein und dann natürlich Mais und Bohnen. Würzt das gut, lässt das kochen, fertig. Es geht super easy. Also das perfekte Rezept für mich, da ich ja so ein Kochmuffel bin. Ich hoffe, dieser Vlog gefällt euch, weil generell finde ich sowas immer ein bisschen langweilig. Ich persönlich, wobei ich bei anderen mir gerne Vlogs angucke. Aber ich weiß nicht, das ist halt so die Möglichkeit immer, dann mit euch mich zu unterhalten und so Themen auszutauschen, die mich beschäftigen. Ja, und so sieht das dann aus. Schon am Köcheln. Ich lasse das jetzt so die ganze Zeit köcheln, stelle das nachher runter. Und ja, gut würzen, schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. So, ich habe jetzt alles fertig. Das heißt, ich habe das Chili con Tofu fertig gekocht. Ich habe die Wohnung geschmückt, die Wohnung ist geputzt. Der Hund ist mein Babysitter. Oh, so viel zu tun. Und ich habe ja gestern schon angefangen. Ich habe ja gestern schon vorbereitet, weil sonst wäre ich heute im Chaos versunken. Wir haben es jetzt irgendwie 3 Uhr. Ich weiß, es ist noch recht früh. Die Fahrt, die fängt erst ja, 5-6 Stunden an. Aber ich werde jetzt schon mein Make-up machen, weil ich muss noch eine Freundin schminken. Die kommt auch noch. Dann muss ich meinen Freund noch schminken. Ja, das heißt, ich habe dann auch noch was zu tun, und damit ich einfach relaxen kann und dann fertig bin mit allem, mache ich das jetzt schon. Und ich werde mich heute nicht mit Naturkosmetik schminken, ein bisschen, aber Foundation werde ich heute was anderes nehmen. Ich hatte es ja letztes Mal schon angedeutet, ich habe mir auch mal wieder ein konventionelles Make-up geholt, und zwar das hier von Catrice, das Liquid Camouflage. Und außerdem habe ich hier von Essence das Insta Perfect mitgenommen. Die finde ich beide sehr gut in der Kombi. Das ist ein bisschen hell, obwohl das schon die 50 ist. Und ich mag das, die beiden zu kombinieren. Wobei, heute werde ich wahrscheinlich nur das nehmen, weil das ist schon 40. Das ist recht dunkel. Man sieht zwar nicht so doll, aber ich habe ein bisschen Selbstbräune aufgetragen, damit ich nicht ganz so weiß aussehe, sondern schon wenigstens eine leichte Bräune. Und die Sache ist halt die, ich liebe Naturkosmetik. Ich werde auch weiter Naturkosmetik-Videos machen und mir auch Sachen kaufen. Aber bestimmte Anlässe etc., da möchte ich einfach es garantiert haben, dass es hundertprozentig hält. Und das kann mir Naturkosmetik manchmal nicht geben. Ich hatte halt leider auch schon Erlebnisse, wo das dann nach ein paar Stunden sehr scheiße aussah, gerade hier um die Nase und so.
Und das möchte ich jetzt heute nicht. Und deswegen nehme ich halt sowas, weil mir das einfach Garantie gibt, dass es richtig Bombe hält. Das heißt nicht, dass Naturkosmetik schlecht ist oder so. Ich werde es auch weiterhin verwenden. Mehr vielleicht für Alltag-Looks, aber fürs Weggehen werde ich doch jetzt lieber halt auf sowas zurückgreifen. Nee, aber zum Beispiel Körperpflege oder so, da werde ich auf jeden Fall 100% bei Naturkosmetik bleiben. Ich wollte euch hier auch nochmal zeigen, das ist das Ebelin-Ei, das Türkise. Das verwende ich oft. Das ist nicht der Beauty-Blender, das hatten, wurde ich schon gefragt. Und das ist super. Das ist super weich, super soft. Und ich habe mir jetzt auch noch das Lilane geholt und da ist genau das Gleiche. Wenn das angefeuchtet ist, ist das super weich, super angenehm. Tut mir leid, ich werde das jetzt nicht zeigen, wie ich mich schminke, weil ich will jetzt ein bisschen Musik hören und so. Ja, tut mir leid, aber ihr habt so viel Make-up-Tutorials von mir. Hi, it's me again. Oh my gosh, it took so much time. Oh, das hat so lange jetzt gedauert. Ich bin fast 2 Stunden. Ja, das ist mein Kostüm. Das kennt ihr. Das habe ich letztes Jahr in meinem Halloween-Video schon getragen. Und zwar hatte ich dann das Video gemacht, weil ich ja mein Kostüm an Halloween nicht tragen konnte. Und ja, und jetzt dieses Jahr hab ich mir vorgenommen, es dann zu tragen und habe mir halt kein neues Kostüm gekauft. Und das ist dabei rausgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar besser als im letzten Jahr. Guck mal, wie schön. Ja, Lidschatten und so. Richtig geil. Ich habe dafür die BH Cosmetics Festival, Weekend Festival Palette, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, benutzt. Und zwar habe ich da hier den Ton Candy, Escape und Hype benutzt. Und sehr cool, sehr cool. Gefällt mir noch besser als im letzten Jahr. Ich habe es noch nicht so auf den Lippen drauf, weil ich werde jetzt noch kurz was essen. Dann putze ich mir die Zähne und dann kommen die Lippen, weil ich, ja, ich will nicht den Lippenstift wieder ruinieren. Das ist auf jeden Fall mein Kostüm, aber ihr werdet es gleich noch mehr sehen. Es ist jetzt schon ja 5:30. Mein Freund ist jetzt gerade noch beim Friseur und ich werde jetzt schnell was essen, Zähne putzen, weil danach muss ich ihn auch noch stylen. Moment, dreh dich mal. Sexy Wikinger. Habe ich das gut gemacht? Ja. Siehst du, das sieht schön aus. Gefällt's dir? Ja. Ja. Skull. Hast du mich entführt? Nee, was denn? Ach, hallo. Was? Wie ich dich geschminkt habe. Ach so, ja, hi. Schönes Styling. Harley Quinn. Zeig mir die Haare. Haben wir toll hingekriegt, ne? Toll hingekriegt. Das sehr war schön. Komm, vorhin schön mit dem Wäscheständer im Hintergrund. Gut hinbekommen. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin auch stolz auf dich. Danke. Ich muss gar nichts machen. Hey, ich muss da nichts machen. Töte mich einfach. Töte mich. Töte mich. Jasmina, töte mich noch. Es sei. Ich fühle mich so unhübsch. Ich fühle mich wie Heidi. Ich fühle mich so unhübsch. Du bist. Oh, lass oben. Lass oben in die Ruhe. Nein, das wieder und ja, die Party ist vorbei. Ich habe aufgeräumt, das hat ziemlich lange gedauert, fast 2 Stunden lang musste ich aufräumen. Und ja, aber es war ganz witzig und ich glaube, meine Gäste hatten Spaß und ich auch. Es gab zwar auch so ein, zwei Sachen, die nicht so toll waren, aber wir ziehen uns nicht an die negativen Sachen hoch.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es zu Hause am schönsten. Wir sind dann noch in den Club und so gegangen. Das fand ich aber nicht so toll, sondern ich fand es einfach zu Hause besser. Ja, ihr lieben Mäuse, das ist auch schon mein Mini-Vlog. Ja, ich hatte einfach diese Woche keine Idee für ein Video. Ich weiß nicht, was gerade im Moment los ist. Ihr würdet mir wirklich helfen, wenn ihr mir Videowünsche in die Kommentare schreibt. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig irgendwie. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und alle, die neu auf meinem Kanal gelandet sind, schön, dass ihr da seid. Nächste Woche fliegen wir in die Türkei. Da werde ich euch auch mitnehmen. Ich lasse mir nächste Woche Haare transplantieren. Hier in meine Augenbrauen und hier vorne an meinem Harnsatz. Ich habe dort halt so eine Narbe von vorherigen OPs und ja, das wird halt gemacht. Wäre ganz lieb, wenn ihr an mich denken würdet und für mich beten würdet, dass alles gut wird. Also ich fliege am 5. nach Istanbul, am 6. ist diese Haarverpflanzung und am 7. fliege ich wieder zurück. Und ich werde auf jeden Fall auch vloggen und euch dann ja, über alles berichten und euch mein Ergebnis zeigen. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis dann, ihr süßen Mäuse.